Wir wollen einmal auf das nächste Jahr schauen, wenn nämlich nicht nur die Europawahl ansteht, sondern auch drei Landtagswahlen. Und Sie sind zwar jetzt Bundestagsvizepräsidentin, aber waren auch zweimal Spitzenkandidatin für die Grünen, kennen sich also sehr gut mit Wahlkampf aus. 2013 und 2017 waren Sie Spitzenkandidatin. Wenn Sie eine Sache nennen können, was ist denn anders jetzt im neuen Jahr, was kommt im Gegensatz zu Ihren Wahlkämpfen? Ich bin ja auch Thüringerin und deswegen kann man sich gut vorstellen, dass ich jetzt antworte, es gab keine starke AfD, das war ein großer Unterschied und gleichwohl war es so, dass wir in vielen Fragen gegen einen Mainstream kämpfen mussten. Also ich weiß noch, dass ich über Naturschutz geredet habe und gesagt habe, dass mit dem Artenschutz, wir wollen die Bienen schützen, da haben sich irgendwie viele Leute drüber lustig gemacht. Und kurz danach war es dann die damalige Bundeskanzlerin Angela Merkel, die plötzlich von Artenschutz und Bienenschutz sprach. Also da musste schon auch viel gedreht werden. Deswegen, es waren auch keine Wahlkämpfe ohne Gegenwind, aber es waren Wahlkämpfe im demokratischen Spektrum. Und das ist ein Unterschied. Ich fand es auch sehr auffällig auf diesem Parteitag, in wie vielen Reden thematisiert wurde, dass die Grünen viel Anfeindungen erfahren, auch mitunter Hass. Es wurde zum Beispiel erwähnt, dass die bayerische Spitzenkandidatin Katharina Schulze einen Steinwurf in Neu-Ulm erleben musste. Was kriegen Sie denn so mit, was die Wahlkämpferinnen und Wahlkämpfer vor Ort so erleben müssen? Also es ist auch nicht nur während der Wahlkämpfe, das passiert auch zwischendurch. Büros werden angegriffen oder ich hatte so eine sehr brutale Gegendemonstration bei einer Veranstaltung in Dessau, wo sehr, sehr viele Leute sehr laut schreiend meinten, sie müssten uns Angst machen, obwohl wir uns nichts anderes tun wollten, als uns um den Erhalt der Elbe zu kümmern oder uns darüber zu unterhalten. Also insofern, ja, da passiert sehr, sehr viel und die Grünen vor Ort, die jetzt nicht wie jemand wie ich kann natürlich auch noch das BKA anrufen oder die Polizei ist da. Das ist aber nicht bei jeder grünen Veranstaltung so und das sind ja Menschen, die auch da bleiben. Also die werden auch beim Einkaufen oder wenn sie die Kinder zum Musikunterricht bringen oder was auch immer angefeindet und das ist schon eine sehr, sehr neue Situation. Nicht, dass wir Gegenwind bekommen. Das gab es schon immer. Also ich habe 1999 irgendwie das erste Mal zwei Waschkörbe voll Post bekommen im Bundestagsbüro, wo Leute meinten, mir sagen zu sollen, dass es so gar nicht geht, wie ich mir das vorstelle. Aber was wir eben erleben, ist Hass. Was wir erleben, ist harsche Kritik, die nichts mehr mit den Fakten zu tun hat. Und was wir erleben, ist, dass Leute persönlich angegriffen werden. Das ist wirklich ein relevanter Unterschied. Ist das schon demokratiegefährdend? Kann es sein, dass ziehen sich schon Menschen aus der Politik zurück? Kriegen Sie das mit? Menschen ziehen sich zurück, weil sie sagen, wir wollen das nicht mehr, wir haben zu viel Angst oder wir haben zu viel Sorge um unsere Kinder, um unsere Familien. Andere wiederum, und ich würde auch sagen, es ist immer noch die Mehrheit der Demokraten, sagt auch jetzt erst recht. Und wir lassen uns nicht vertreiben, wir überlassen den Demokratiefeinden auch die Plätze nicht, die Orte nicht, die Debatten nicht. Und ich glaube, dass es im nächsten Jahr noch sehr viel stärker sein wird, weil dieses Gefühl sich sehr, sehr verstärkt, wenn man auf die Wahlen in Ostdeutschland schaut. Gibt es denn dort Empfehlungen, Handreichungen von der Partei oder werden die Leute ein bisschen dann damit allein gelassen? Nein, es gibt Empfehlungen, es gibt auch viele Treffen, wo man darüber spricht, was passiert. Es gibt auch ein extra Service-Telefon, wo man anrufen kann, wenn man persönlich als Kommunalpolitiker oder Kommunalpolitikerin zum Beispiel bedroht wird. Alles das gibt es, aber trotzdem ist es ja dann so, in dem Augenblick erlebt es die Person. Und oft erlebt sie es halt auch zum ersten Mal und hätte gar nicht gedacht, dass es geschehen kann. Also insofern, das ist schon eine harte andere Situation. Bei Ihnen war ja auch auffällig in der Partei, als der Bundestagswahlkampf war, dass dort gegen Ihre Spitzenkandidatin Annalena Baerbock es eine wirkliche Desinformationskampagne gab. Haben Sie schon mitbekommen, dass es Warnungen gibt? Gibt es Hinweise, dass das im Europawahlkampf wieder passieren könnte? Also ich meine, das kann man sich schon ausrechnen, dass es sicherlich Interessen gibt. Wir haben ja sehr viel auch auf unseren Online-Kanälen von russischen Bots oder anderen ganz offensichtlich zu tun, die versuchen, Fakten zu verdrehen, mit falschen Nachrichten, mit falschen Fakten unterwegs zu sein. Also ja, diese Anzeichen gibt es und wir werden da wehrhaft sein müssen. Und das bedeutet eben nochmal eine zusätzliche Anstrengung, auch zu entlarven, was ist das jetzt? Also ist das einfach nur
irgendwie ein Scherz oder ist es eine sehr ernst gemeinte Desinformationskampagne? Ja, wie wollen Sie denn da wehrhaft sein? Was ist die Gegenstrategie dann? Also die Gegenstrategie ist erstmal selbst über Fakten zu reden. Also nicht zu sagen, das sagen die falschen Leute, also reden wir nicht darüber, sondern darüber zu sprechen, egal wo wir sind. Wir haben ja häufig gedacht, wir müssen mit den AfD-Wählerinnen nicht reden. Doch ich glaube, schon müssen wir. Weil da sind auch noch Verwandte, da sind auch noch Kinder, die am Abendbrotstisch sitzen und sich das anhören müssen. Und deswegen glaube ich, wir sollten auf diese Scheinargumente, auf diese falschen Fakten eingehen und darüber sprechen, was die Wirklichkeit ist und was wir wirklich tun. Und das Zweite ist, ich glaube, es geht auch nicht einfach nur über Programme zu reden und über Überschriften zu reden, sondern wir müssen Politik machen vom Menschen aus. Und die Person ist vielleicht am ÖPNV interessiert, wohnt aber auf dem Land und hat auch noch ein Auto. Die ist mit Sicherheit daran interessiert, dass es gute Schulen gibt und eine gute Kita, fragt sich aber gleichzeitig, habe ich auch noch ein bisschen was von Kultur. Also, dass wir Politik machen von Stadt und Land her und vom Menschen her gedacht, das ist was anderes, als in unseren üblichen Überschriften unterwegs zu sein. Nun sind wir hier auch, Sie sind ja auch schon seit langem bei den Grünen, also ab dem Moment, wo es ging aus Thüringen aus, wieder zurück in Karlsruhe und eigentlich ja ein Ort, der zum Jubiläumsfeiern anregen sollte. Aber es ist nun mal eine sehr ernste Situation, nicht nur, weil Ihr Haushalt gerade Ihnen um die Ohren fliegt. Wie erleben Sie die Stimmung? Ist hier Feierstimmung oder versucht man einfach nur zu retten, was gerade noch zu retten ist? Das war ja damals auch eine ernste Situation, die ich jetzt nicht miterlebt habe, weil ich ja in Ostdeutschland aufgewachsen bin. Und diese Partei hat ja viele Schritte gemacht zu dem Zustand, in dem sie heute ist. Und es ist immer so gewesen, dass die Partei Verantwortung übernommen hat. Also damals Verantwortung übernommen, weil es die Umweltkatastrophe gab, weil die Frage der Atomkraft virulent war. Später Verantwortung übernommen nach 89, nach den friedlichen Revolutionen in Ostdeutschland, aber eben auch in Osteuropa. Wir reden ja gerade über die Europawahl und wir sollten uns gewiss darüber sein, wir sind das gemeinsame Europa erst, seitdem der Eiserne Vorhang eben abgerissen worden ist und zu Fall gebracht worden ist. Und seitdem wir sagen können, ja, Ost- und Westeuropa, das gehört eben zusammen. Mitteleuropa, das ist was Neues, was entstanden ist. Die Partei hat viele, viele Krisen hinter sich gebracht. Aber vor allen Dingen hat sie sich immer wieder gestärkt gezeigt, wenn es darum ging, Krisen in der Gesellschaft, im Land, in Europa und ehrlich gesagt sogar globale Krisen zu bewältigen, zu helfen, sie zu bewältigen. Egal, ob das um die Klimakrise geht, die uns natürlich immer weiter beschäftigen muss, weil die Frage, welche Erde überlassen wir eigentlich denen, die nach uns kommen. Weil es um die Demokratiekrise geht. Natürlich haben wir uns schon mit Trump damit beschäftigt, was es bedeutet, dass Leute in ländlichen Regionen nicht mehr demokratisch gewählt haben. Und ich will mal beim Thema Demokratiekrise eingrätschen, weil laut Deutschland-Trend sind 55% weniger oder gar nicht zufrieden, wie die Demokratie in Deutschland vollzogen wird. Was wollen Sie da machen? Sie sind an der Regierung und das ist ja eigentlich ein ganz klares Zeichen, dass sehr viele Menschen das Gefühl haben, die Bundesregierung regiert nicht nach demokratischen Maßstäben. Ich glaube, was sich die meisten Menschen wünschen, ist, dass es transparente Vorgänge gibt, dass man weiß, was wird wann wo gemacht, dass man nicht hinter die Fichte geführt wird. Was die Menschen sich wünschen, ist, dass nachvollziehbar ist, auch in schwierigen Zeiten, warum wird jetzt so entschieden? Und ich glaube, da können wir sehr, sehr viel besser werden. Und ich sage das mal als Vizepräsidentin des Parlaments. Das ist der Ort, an dem die Auseinandersetzungen stattfinden. Am besten eben nicht in irgendeinem Koalitionsausschuss, wo keiner reingucken kann, der wichtig ist, also damit sich eine Koalition einigen kann. Aber der demokratische Streit, die Auseinandersetzung, die Konsensfindung, transparent und sichtbar zu machen, möglichst viele Menschen einzubeziehen, das ist das alles Entscheidende. Und da können wir besser werden, weil das stabilisiert wirklich die Demokratie. Das gehört aber dazu, dass die anderen darin auch besser werden müssen. Wir haben als Opposition, ich war Fraktionsvorsitzende, viele Jahre in der Opposition immer, uns angeschaut, ist das jetzt eine Situation, wo wir, obwohl das nicht alles so ist, wie wir es wollen, vielleicht doch zustimmen, beispielsweise bei der Euro-Finanzkrise, bei den Corona-Maßnahmen. Es gibt viele andere Beispiele. Die jetzige Opposition scheint eher auf einem destruktiven Kurs zu sein. Und das ist auch für die Weiterentwicklung der Demokratie nicht so besonders gut.